Ganz herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Transfermarkt TV. Der BVB ist mal wieder auf der Suche nach einem Stürmer, ergo auf der Suche nach einem Nachfolger für Erling Haaland. Wir haben zwei spannende Namen heute für euch im Gepäck. Augustin Alvarez ist der eine und von Benfica Darwin Núñez. Wir sagen euch alle Hintergründe und haben zum Beispiel auch noch Bayer Leverkusen, die sind ebenfalls an einem Stürmer international Formats interessiert. Wir beginnen in unserer Gerüchteküche aber mit einem möglicherweise Meilenstein-Transfer für das kommende Transferfenster im Winter. Es zeichnet sich nämlich der erste Spielerwechsel mit einer achtstelligen Ablösesumme ab. Involviert unter anderem der OSC Lille. Es geht um den Spieler Jonathan Ikoné. Der spielt ja aktuell noch beim französischen Meister. Der 23 Jahre alte Offensivspieler hat sich laut Fabrizio Romano mit der AC Florenz auf einen Wechsel geeinigt. Auch die Verhandlungen zwischen den beiden Clubs seien in einem fortgeschrittenen Stadium. Fabrizio Romano ja immer sehr, sehr gut informiert. Rund 15 Millionen Euro wären demnach fällig und wenn der Deal tatsächlich in den kommenden Tagen fix eingefädelt wird, dann wäre das der bisherige Rekordwechsel in der Wintertransferperiode. Es gibt mal wieder ein Trainergerücht bei Manchester United. Bis zum Saisonende trägt ja Ralf Rangnick die Verantwortung als Cheftrainer, aber ab dem kommenden Sommer sind die Red Devils wohl weiterhin fleißig auf der Suche. Wie der Telegraph nun berichtet, gilt Roberto Mancini als absoluter Überraschungskandidat, denn der Herr steht ja aktuell noch an der Seitenlinie bei der italienischen Nationalmannschaft, muss dort um die WM-Teilnahme bangen. Sollte er in den Playoffs scheitern mit Italien, dann soll das dem Telegraph zufolge die Chancen stark befeuern, dass er im Sommer dann Manchester United übernimmt. Aber bis dahin ist es dann, wie gesagt, noch ein langer Weg. Keine Spielminuten, keine Kaderberufung und noch nicht einmal für den Spielbetrieb registriert. Die Situation könnte für ihn hier, für Alex Collado beim FC Barcelona, nicht unglücklicher sein. Der Verein pocht deshalb auf eine Leihe im nahenden Wintertransferfenster und laut dem Journalisten Gerard Romero ist der Schritt beschlossen. Es gibt auch schon zwei mögliche Abnehmer, und zwar beides La Liga-Rivalen. Einerseits Deportivo Alaves und den FC Granada. Der nächste Jungspund in Diensten des FC Barcelona hier bei uns im Programm ist Diego Almeida. Der soll bei Bayer Leverkusen hoch im Kurs stehen. Der nächste Spieler also auf dem Zettel, der an den FC Barcelona gebunden ist. Der 17-jährige Diego Almeida spielt auf der Position des Innenverteidigers und hat noch einen Kontrakt bis 2023. Auch Paris Saint-Germain soll an dem in Spanien geborenen Ecuadorianer interessiert sein. Barca soll das Talent aber unbedingt halten wollen. Und nochmal die Katalanen. Die Marca berichtet, dass Barca eine Verstärkung für die Position des Rechtsverteidigers sucht und nun ein Auge auf Chelsea-Profi César Azpilicueta geworfen haben soll. Der Vertrag des Spaniers läuft ja im kommenden Sommer beim FC Chelsea aus. Er hat wohl das erste Vertragsangebot der Londoner nicht angenommen. Dementsprechend dürfte er ab Januar direkt mit dem FC Barcelona verhandeln. Laut der Mundo Deportivo ist Barca auch noch an United-Stürmer Anthony Martial interessiert. Er wäre demnach eine Alternative für Citys Ferran Torres, sollte der Deal scheitern. Nochmal zur Erinnerung, Ferran Torres und Barca sind sich wohl einig, der Spieler wäre aber wohl sehr, sehr teuer. Martial mutmaßlich etwas günstiger. Der Franzose, der kommt ja in dieser Saison aufgrund der großen Konkurrenz bei Manchester United nicht über die Rolle als Reservist hinaus. Bisher 9 Einsätze, sein Vertrag läuft aber auch noch bis 2024. Ganz schön viel Barcelona heute im Programm, so auch Ronald Araujo. Sport Witness berichtet, dass Manchester United und der FC Chelsea
am Mann aus Uruguay interessiert sein soll. Der Vertrag des 22-Jährigen läuft noch bis Sommer 2023, also im kommenden Sommer nur noch ein Jahr, vielleicht dann ja mit einer moderaten Ablösesumme. Und vor allem Thomas Tuchel soll es der junge Mann richtig angetan haben. Laut 90 Min will Gabriel Barbosa im Winter gerne zurück nach Europa. Für den Torschützenkönig der Copa Libertadores 2021 sei demnach die Premier League das bevorzugte Ziel. Gute Leistung und vor allem Treffsicherheit vor dem Tor haben wohl das Interesse vieler Clubs geweckt. Newcastle, West Ham und Arsenal sollen dazugehören. So aber auch Bayer 04 Leverkusen. Die haben ja mit Südamerikanern in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. In Europa war Gabigol ja bereits auch schon aktiv, und zwar für Inter Mailand und Benfica Lissabon. Laut dem Telegraph möchte Ajax Amsterdam Tottenham-Profi Steven Bergwijn im Winter ausleihen und damit zurück in die Eredivisie holen. Der wechselte ja im Januar 2020 für 30 Millionen Euro von der PSV in die Premier League. In der laufenden Saison erst 474 Minuten Einsatzzeit und insgesamt nur eine Vorlage, könnte weitaus besser laufen. Bergwijn besitzt aber bei Tottenham noch einen langen Vertrag bis 2025. Deswegen wäre auf kurzen Dienstwege wohl nur eine Leihe stemmbar. Ziemlich viel los also in der Gerüchteküche. Sehr viel Barcelona, viel Premier League, aber wir haben auch Borussia Dortmund im Gepäck. Und das gleich mit drei Namen. Zwei davon stehen ganz besonders im Fokus. Es handelt sich nämlich um Angreifer. Und die könnten ja durchaus im kommenden Sommer ganz hoch im Kurs stehen, sollte Erling Haaland, und danach muss man ja leider sagen, sieht es aus, die Bundesliga verlassen. Wir gehen mal nichts wie rein und beginnen in Südamerika. Dort spielt Stürmer Agustin Alvarez vom CA Peñarol. Seines Zeichens Nationalspieler Uruguays und mit einem Marktwert in Höhe von 4,5 Millionen Euro drittwertvollster Spieler der Primera División in seinem Heimatland. 24 Ligaspiele im Kalenderjahr 2021, dabei 13 Tore, 2 Assists. Hinzu kommen 10 Treffer in 14 Auftritten in der Copa Sudamericana, und laut verschiedenen Medien soll es ganz zeitnah ein Treffen geben zwischen den BVB-Bossen und der Beraterseite des 20-jährigen Stürmers. Hier haben wir nochmal die Daten in der Übersicht. Interessanterweise wird er hier vom gleichen Beraterteam vertreten, Darwin Núñez. Die portugiesische Tageszeitung Record berichtet nun, dass ein Treffen auch stattfinden könnte, um über ihn zu sprechen, nämlich zwischen den Beratern und dem BVB. Der 22 Jahre alte Stürmer, der wechselte ja im Sommer 2020 für satte 24 Millionen Euro von Almeria zum portugiesischen Rekordmeister. In der laufenden Saison 11 Tore in 16 Pflichtspielen. Er ist ziemlich bullig, kopfballstark und hat einen guten Abschluss. Hier sehen wir auch nochmal die Stats in der Übersicht. Und der Vollständigkeit halber gibt es ein weiteres Gerücht um die Schwarz-Gelben. Die Mundo Deportivo berichtet, dass Mika Marmol, der 20 Jahre alte Innenverteidiger von Barcelona B, sich auch in den Fokus der BVB-Verantwortlichen gespielt hat. Und wir haben noch ein Bundesliga-Gerücht, das betrifft Borussia Mönchengladbach und Laszlo Benes. Werder Bremen befindet sich demnach auf der Suche nach einem spielstarken Mittelfeldspieler jetzt im kommenden Winter. Die Wahl soll dabei auf Laszlo Benes gefallen sein. Der kommt bei Borussia Mönchengladbach kaum zum Zug. Der Slowake bekam in der aktuellen Saison erst 130 Minuten Spielzeit, und er war ja auch schon zweimal ausgeliehen, und zwar an Augsburg und vorher an Holstein Kiel. Wie jedes Jahr bekommt ihr auch in diesem Dezember einen ganz besonderen Adventskalender von uns, und zwar den Transfermarkt.de Talente-Kalender. Jeden Tag wird ein Talent aus dem Jahrgang 2004 etwas genauer vorgestellt mit zahlreichen Statistiken und Informationen. Und wir wollen euch auch schon mal die ersten beiden Türchen in diesem Dezember zeigen und beginnen dann mal mit dem Türchen Nummer 1, also den Auftakt in dieser Woche und in diesem Monat, den
machte Samson Baydou vom FC Liefering, Innenverteidiger, 17 Jahre alt und er ist schon durchaus erfolgreich im Farmteam von Red Bull Salzburg. Nach 16 Spieltagen steht Liefering mit 3 Punkten Rückstand auf Rang 2 in einer ganz jungen Mannschaft und Baydou absolvierte bislang 12 Partien, überwiegend über die volle Distanz und trotz seines jungen Alters bringt er schon eine gewisse Abgebrühtheit und Führungsstärke mit und ist auch körperlich extrem weit. Und Türchen Nummer 2 zeigen wir euch auch direkt, das ist Ayani Birchill. Der kommt aus Bermuda und befindet sich auf dem Weg in die Premier League bei Aston Villa. Dort schon in der U18 Premier League mehrfach zum Einsatz gekommen, in 4 Partien 3 Tore erzielt. Viele sagen ihm eine große Zukunft voraus. Der Guardian nahm ihn in diesem Jahr in die renommierte Next Generation auf. Begründung dabei waren vor allem seine Schnelligkeit, Dribbelstärke und Spielintelligenz. Und wir schauen auch noch mal kurz auf 3 Spieler, die vor einem Jahr im Talentekalender waren und auf deren Entwicklung. Zunächst haben wir Juan Cabrera von Schalke. Der Uruguayer war im vergangenen Jahr Teil des Talente-Kalenders. Mittlerweile hat er sich aber für den DFB entschieden, also kann für Deutschland spielen und debütierte im Oktober auch schon für die U19 für den DFB. In der Knappenschmiede treibt er weiter die Offensive an und gilt als großes Talent. Genau wie Xavi Simons, der hatte aber 2 Gesichter. Er war im ersten Teil des Jahres 2021 nah dran am PSG-Profikader, wird jetzt aber nicht mehr richtig berücksichtigt und möchte seinen Vertrag wohl nicht verlängern, möchte wechseln, unter anderem sein Ex-Club Barcelona. Dem werden gute Chancen eingeräumt. Und wir haben auch noch Yusuf Demir, dessen Marktwert mittlerweile bei 12 Millionen Euro liegt. Ein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen. Der Österreicher ging ja zum FC Barcelona und trainiert dort Seite an Seite mit Topstars. Die Katalanen haben ihn bisher ausgeliehen, können ihn aber im kommenden Sommer für 10 Millionen Euro fest verpflichten. Ja, und einen Link zum diesjährigen Talente-Kalender, den findet ihr im Beschreibungstext dieses Videos. Und heute gibt es auch noch eine ganz besondere Möglichkeit für euch zu gewinnen. Noch bis zum 5.12. könnt ihr nämlich auf unserer Instagram-Seite von transfermarkt.de ein Trikot von Noah Okafor gewinnen von Red Bull Salzburg. Im Beschreibungstext dieses Videos findet ihr Terms und Conditions. Das ist natürlich ganz wichtig bei einem Gewinnspiel, aber auch den direkten Link, wo ihr mitmachen könnt. Und weil es so schön ist, hat der Angreifer von Salzburg auch noch ein paar direkte Worte an euch gewandt. Hey, Transfer my followers, here's Noah Okafor. Yeah, I have something for you. You can win a signed jersey. Follow the restrictions and good luck. Und auch heute haben wir natürlich ein paar wichtige News-Ticker-Meldungen für euch im Petto. Und man merkt so langsam, dass das nächste Transferfenster demnächst öffnet, in weniger als einem Monat. Denn wir haben einen Neuzugang in der Bundesliga bei der Hertha. Ablösefrei von Bodo Glimt, die ja die Roma in der Conference League schlagen konnten, kommt Frederik Bjørkan. Der 23-jährige Linksverteidiger soll den Hauptstadtklub verstärken. Sein Vertrag endet am 31.12. Wie gesagt, kostet er deswegen keine Ablösesumme. Unschöne Nachrichten gibt es aber auch für die Hertha. Ersatzkeeper Rune Jahrstein fällt aus und zwar wohl bis ins neue Jahr. Im Aufbautraining, da zog er sich eine Knieverletzung zu. Wir sagen gute Besserung. Und schon wieder ein Transfer für den Winter. Freiburg verpflichtet Standard Lüttichs Hugo Sique. Der ist gerade mal 19 Jahre jung, Rechtsverteidiger und hinhören 5,5 Millionen Euro Ablösesumme. Das heißt, es waren bisher nur 4 Neuzugänge in der Vereinshistorie des Sportclubs teurer und verschiedenen Berichten zufolge kann die Ablösesumme hinterher durch Boni noch auf 7 Millionen Euro steigen.
Schalke hat vorzeitig Nägel mit Köpfen gemacht. Ruven Schröder hat in einer Medienrunde bestätigt, dass Rodrigo Salazar vorzeitig gekauft wurde von Eintracht Frankfurt und zwar völlig unabhängig vom Abschneiden der Knappen in dieser Saison. Bei Aufstieg hätte Schalke den Uruguayer ja ohnehin fest verpflichten müssen. Der nächste Rückschlag für Youssoufa Moukoko, das BVB-Talent, das vor knapp 2 Wochen 17 Jahre alt wurde, hat sich abermals verletzt. Ein Muskelfaserriss wurde beim Stürmer diagnostiziert. Zugezogen im Spiel der Dortmunder U23 gegen den 1. FC Kaiserslautern. In der Partie musste Moukoko verletzt runter. Das Jahr 2021 ist für das Talent damit gelaufen. Auch bei Barca, da wird die Verletztenliste immer länger. Jetzt hat es Sergi Roberto erwischt. Der fehlt nach einer Oberschenkeloperation wohl rund 4 Monate. Und in der zweiten Liga gibt es die erste Trainer-Gelbsperre der aktuellen Saison. 4-mal verwarnt wurde Aues Marc Hensel. Er sagte, er werde seine Sperre respektieren, keinen Kontakt zur Mannschaft aufnehmen beim nächsten Spiel. Die Aufgaben des Trainers übernimmt Sportdirektor und Alttrainer Fuchs Pavel Dotschev. Das war's für heute von Transfermarkt TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und noch schöner, wenn ihr unter diesem Video eure Meinung dalasst, ein bisschen mitdiskutiert. Wir freuen uns, wenn ihr ein paar Kommentare schreibt zu unseren heutigen Themen. Und dann haben wir auch noch 2 Videoempfehlungen für euch. Ihr könnt einmal hier klicken, da seht ihr die Traumelf von Werder und Schalke-Legende Naldo. Und da unten haben wir eine TM-Chronik und zwar geht es um den Weg von Julian Nagelsmann vom Sportinvaliden zu einem der besten Trainer der Welt. Und ich sage herzlichen Dank für euer Interesse. Bis bald, macht es gut und ciao.